Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von mir. Ich bin Exas und in diesem Video zeige ich euch die Dämmerung, wie, was, wo, kleine Tipps, kleine Tricks, damit das Ganze ein wenig einfacher geht. Aber zuvor noch eine ganz, ganz wichtige Info. Bungie hat ein Update angekündigt, wo die Dämmerung besseren Loot verspricht. Das Update kommt am 20.10.2015 um 19:00, das heißt abends. Wenn ihr die Dämmerung vor dieser Zeit abschließt, habt ihr nicht den verbesserten Loot von dem Update, sondern habt noch die alte Loot-Möglichkeit, also nicht so die bessere Möglichkeit, guten Loot zu bekommen. Das heißt, schaut, dass ihr die Dämmerung nach 19:00 macht, am 20.10. Für alle, die dann schon am 21.10. erst die Dämmerung machen, gilt das Ganze nicht. Aber dass die ganze Community das weiß, da müsst ihr aufpassen, nicht vor 19:00 die Dämmerung machen. Ich habe es jetzt schon gemacht, weil ich wollte kurz die Dämmerung zeigen für alle, die da beispielsweise keine Zeit haben oder sonst irgendwas, damit das möglichst schnell rausgeht. Gut, das war's. Wir fangen an. Episch, Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Zahl. Dann hätten wir Berserker, Lakaien der Dunkelheit weichen nicht zurück, selbst wenn sie massiven Schaden erleiden. Als nächstes hätten wir dann Primärwaffen, die verbessert werden, und zwar Kleinwaffen. Primärwaffenschaden wird begünstigt, das heißt, ihr macht mit Primärwaffen wesentlich mehr Schaden, wird man dann sehen. Geerdet, Spieler nehmen mehr Schaden, während sie sich in der Luft befinden, und Spreu, Spielradar ist deaktiviert. Nun heißt in der Dämmerung eigentlich nur eins, nicht springen, das war's. Naja gut, man kann auch sagen, Primärwaffen benutzen. Nun ja, ich habe mich für Pain von Moraine entschieden. Ich lese es immer falsch, aber es klingt so viel besser. Hier haben wir drauf Feuerball, präzise Kills mit dieser Waffe lassen das Ziel explodieren. Das fand ich sehr gut, weil Primärwaffen ja schon versteckt sind, mache ich da insgesamt mehr Schaden. Dann habe ich noch eine Schrotflinte mitgenommen. Die Spezialwaffe wird man aber fast nicht brauchen, weil Primärwaffen verstärkt sind. Und dann noch ein Schwert, der Dunkeltrinker. Weil wir hier gegen die Psion-Schinder kämpfen und die Psion-Schinder, ja, die sind ziemlich schwertanfällig. So kann man sagen. Eben, Primärwaffen werden da hauptsächlich gespielt. Spezialwaffen wird man fast nicht brauchen. Und dann noch die Schwere. Zu empfehlen mit dem Warlock ist natürlich Sonnensänger. Mit dem Jäger würde ich da den Bogen nehmen, um Gegner anzuschwächen, und mit dem Titan besteht die Möglichkeit, mit der Bubble zu spielen, um auch mehr Schaden auszuteilen. Oder mit dem Hammer, da ist eigentlich relativ, ja, ein großes Spektrum, was man an Fähigkeiten benutzen kann. Man ist da nicht so groß eingeschränkt. Ich habe mich jetzt trotzdem für den Blitztyp entschieden, also Sturmtrance, denn ich musste das noch ein wenig leveln, würde da aber definitiv Sonnensänger empfehlen wegen dem Wiederbeleben. Gut, den Anfang kennt jeder. Hier ein bisschen durchdüsen. Wichtige Info, also wichtige Info, interessante Info. Die Psion-Schinder sind, glaube ich, bis jetzt noch nie als Dämmerung gekommen, weil das früher PS-exklusiv war. Mittlerweile gibt es das auch auf der Xbox. Von dem her ist es für die Xbox ist es eigentlich mal was Spezielles. Für die PS ist es schon relativ bekannt. Gut, viel zu sagen gibt es in den Räumlichkeiten eigentlich nicht. Man kann extrem defensiv spielen, indem dass man einfach beim Eingang stehen bleibt, wo man hier reinkommt dann, und tötet mit der Primärwaffe alles, also sehr, sehr vorsichtig. Oder wenn man gute Primärwaffen hat, also Raidwaffen beispielsweise, kann man sehr aggressiv spielen und alles relativ schnell tötet. Man sieht, die Primärwaffen sind verstärkt. Das ist extrem merkbar. Und man wird da eigentlich gar nicht groß mit was anderem spielen müssen. Weil man so viel Schaden mit den Primärwaffen macht, dass da schwere und Spezialwaffen relativ überflüssig sind. Tja, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen in diesem Raum. Hier kann man einfach draufhalten. Die Dämmerung ist relativ einfach. Auch die Psion-Schinder sind dann einfach. Da gibt es dann noch ein paar Dinge zu beachten. Da komme ich dann aber nachher dazu, wenn es soweit ist.
da Primärwaffen verstärkt sind, machen die Feinde so gut wie fast keinen Schaden, ihr hingegen macht sehr, sehr viel Schaden. Hier in diesem Raum müsst ihr diese Zyklopen töten, also diese Geschützstellungen, sage ich jetzt mal. Wenn ihr diese drei gekillt habt, dann könnt ihr eigentlich direkt weitergehen und müsst gar nicht alle Feinde töten, sondern ihr könnt einfach diese drei Gegner killen und dann kann man direkt weiter. Wir haben uns natürlich dazu entschieden, trotzdem noch einige Gegner zu töten, weil es ist ein wenig einfacher, wenn alle Feinde sterben. Man kann in dieser Dämmerung an vielen Stellen durchrennen, es ist aber eher zu empfehlen, das meiste zu töten und einfach gemütlich durchzuspazieren. Das wäre Nummer 2, den wir jetzt killen. So. Und oben in der Mitte steht dann noch Nummer 3. Und das hier vorne wäre die Tür, wo man dann weiter kann. Nummer 3 stirbt und die Tür geht auf. Und schon kann man weiter. Wenn man natürlich dementsprechend schnell ist, kann man sich nur auf die Zyklopen fokussieren und kann dann hier einfach durchsprinten. Die Dämmerung geht sehr, sehr schnell, etwa 10 Minuten, wenn man schnell unterwegs ist. Und ansonsten etwa 15 bis 20 Minuten, wenn man es gemütlich nimmt. Gut, an dieser Stelle hier muss man die Feinde auch nicht unbedingt töten, aber man kann sie alle killen von der Stelle, wo ich jetzt gerade stehe. Ich war da ein bisschen in Eile, von dem her war ich ein bisschen aggressiver unterwegs, aber in der Dämmerung gilt eigentlich eine Faustregel. Weit hinten stehen und vorsichtig und langsam einfach alle Gegner töten, dann ist man auf der sicheren Seite. Ich war jetzt hier natürlich ein bisschen aggressiv, weil ich ein bisschen schneller machen wollte als normal. Tja, man wird jetzt dann gleich sehen, dass ich durchrenne und meine Teamkameraden, die noch ein bisschen weiter hinten sind, noch gegen die Feinde kämpfen. Denn auch hier muss man die Gegner nicht töten, man kann hier einfach weiterrennen und das dann schon aktivieren. Und zwar diese Barriere hier, dass der Geist das bearbeitet. Und man dann schlussendlich weiter kann. Wenn ihr den Geist hier einsetzt, müsst ihr dann hinter diesen Toren oder diesen Barrieren dann die Vex töten. Dann kommen noch mehr Vex-Gegner, die müsst ihr auch töten und dann kann man schon weitergehen. Und auch hier wieder alles primärlastig, also Spezialwaffen und schwere Waffen wirklich nicht unbedingt. Ja, man braucht sie nicht wirklich, aber eben wenn man ein Schwert hat, ist es extrem nützlich bei den Psions, denn die Psions sind sehr schwertanfällig, ich sag's nochmal, die kann man wirklich sehr, sehr einfach mit den Schwertern töten. Für alle, die nicht wissen, wie man an dieses Schwert kommt, ich blende sonst hier in der Infokarte noch ein Guide ein, wie man sich die Schwerter schnappt. Gut, das war's schon. Vex tot, wir können weiter. Sturmtronzer noch ein bisschen teleportieren, dass man schnell unterwegs ist. Hier werfe ich noch schwere Munition rein. Eben wie gesagt, Psions, die kann man mit dem Schwert killen. Das klappt recht gut. An dieser Stelle hier kann man sich übrigens noch Zeit lassen. Man könnte theoretisch noch den Super aufladen, wenn man das möchte. Kann hier noch schwere Munition zu sich nehmen mit Synthesen und was weiß ich. Wir mussten da noch kurz auf den Teamkameraden warten und der eine musste noch sein Schwert zuschicken, damit er auch noch mit dem Schwert kämpfen kann. Also hier habt ihr eine kurze Verschnaufpause und könnt da mal ein bisschen Tod der Vex angucken. So. Dann töten wir mal die Psions. Also, Strategie an dieser Stelle. Wir waren ein bisschen voreilig, wir werden dann... Ja, man wird sehen. Strategie, die ich empfehle, mit dem Schwert
die Psions möglichst schnell töten. Dann zurückziehen, alle Ads killen und dann auf den nächsten Psion wieder mit dem Schwerter gehen, die möglichst schnell töten. Das war knapp. Die möglichst schnell töten, dann wieder zurückziehen, Ads töten und dann noch der letzte. Und dann hätte man das schon. Denn man sieht, wenn man sich nicht zurückzieht, dann stirbt man und das ist ein bisschen kritisch. Und einer der Mitstreiter hatte jetzt gerade den Sonnensänger aktiviert. Aus diesem Grund mussten wir nicht abbrechen. Eben Sonnensänger sehr zu empfehlen. Und für alle, die kein Schwert haben, würde ich die Stelle, wo ich jetzt hier liege, beziehungsweise wo ich jetzt hier mit der Sicht bin, würde ich hier hinstehen und dann kann man einfach mit den Waffen runterballern und kann alle Gegner töten, kann auf die Psion-Typen losgehen und kann sie so nacheinander ausschalten. Dass ich es trotzdem noch erklärt habe für Leute, die jetzt beispielsweise kein Schwert hätten. Hüter gefallen. Tja, eben jetzt die folgende Strategie. Wir haben den einen gekillt. Jetzt töten wir alle Feinde, damit wir dann wieder freie Bahn haben für den nächsten Psion. Also für den nächsten Schinder. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Jetzt hatten wir relativ viele Gegner getötet. Man sieht hier übrigens, einer meiner Mitstreiter hat auf den auch noch Schaden gemacht. Wir haben jetzt nicht ganz alle Ads getötet, haben uns dafür dann entschieden, trotzdem schon anzugreifen, weil die nicht wirklich viel Schaden anrichten können. Ziehen uns wieder zurück. Man sieht, wir bekommen jetzt schon ziemlich viel Schaden. Töten wieder die Ads und gehen dann schlussendlich noch auf den letzten los. Man kann es natürlich sehr, sehr schnell machen und kann probieren, alle drei möglichst schnell zu töten, aber ist nicht unbedingt zu empfehlen, weil man bekommt doch recht viel Schaden von den Gegnern und sie sind doch ziemlich zäh und es sind vor allem auch ziemlich viele. Jetzt steht dann gleich noch der letzte, weil mein Teamkamerad mit dem Schwert und der rauf geht und weg ist er und schon geschafft. Also eben hier gibt es eigentlich in dieser Dämmerung nur eins groß zu beachten. Beim Boss müsst ihr ja töten, zurückziehen oder ganz von defensiv ausarbeiten. Der Rest der Dämmerung ist eigentlich ziemlich einfach, weil die Primärwaffen verstärkt sind, ist es nicht sonderlich schwer. Und wenn es doch für den einen oder anderen ein wenig schwerer ist, dann würde ich einfach möglichst defensiv mit den Primärwaffen spielen. Dann klappt das da auch ohne Probleme. So, ich zeige noch ganz kurz den Loot, denn es gibt viele, die das Wunder nimmt. Eben, wie gesagt, der Patch ist bei mir noch nicht drauf. Ich habe das extra früher hochgeladen, damit dann jeder 19.00 weiß, was er zu tun hat. Ich habe hier total unnötige Händchen bekommen. Also Händchen ist Schweizerdeutsch, Panzerhandschuhe, Entschuldigung. Dann hätten wir drei der Münzen für Bastu, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und Clown des Ahamokara mit 310 Wert für Stoneward, das ist sehr, sehr gut. Ich hingegen habe diese Panzerhandschuhe bekommen oder auch Schweizerdeutsch Handschuhe. relativ unbrauchbar. Man sieht, Zeit 10 Minuten 20 Sekunden, also die Dämmerung geht relativ schnell und ist ziemlich schnell gemacht. Das war's. Wenn das Video hilfreich war, lasst doch noch ein Like da, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.